Die Schule fängt wieder an in Deutschland. Und nach den Ferien sind sie wieder da, die Probleme von vor den Ferien. Vor allem der Lehrermangel. Von Bildungsnotstand ist da schon die Rede. Auch in Sachsen, wo man sich die Bildung groß auf die Fahnen geschrieben hat, gibt es Probleme. Wie die zu verhindern sind, zeigt eine Grundschule in Dresden. 7:45, erster Schultag nach den Ferien an der Grundschule Dresden-Mickten. Die Kinder in unbeschwerter Stimmung, die meisten Eltern eher besorgt wegen des großen Lehrermangels in Sachsen. Offiziell fehlen 230 Lehrer, die Gewerkschaft spricht sogar von bis zu 1500. Das ist ein großes Problem, ganz alleine auch, weil viel Unterricht ausfällt, wenn eben keine Lehrer vorhanden sind und dann eben der Unterrichtsstoff nicht vermittelt werden kann, der gebraucht wird, um eben auch auf die weiterführenden Schulen zu kommen. Ne? An dieser Schule läuft es gut, nicht nur die 3a, alle Klassen haben hier einen Lehrer. Die Grundschule hat bei Zeiten selbst ausgebildet und die jungen Pädagogen gehalten. Woanders fehlte es an Ausbildung. Ich denke, es wurden zu wenig Lehrer einfach ausgebildet in den letzten Jahren. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein Grund. Und es wurden auch zu wenige eingestellt. Laut Deutschem Lehrerverband fehlen bundesweit an die 10.000 Lehrer. Gleichzeitig steigen die Schülerzahlen. Wenn Kinder, die eigentlich Ingenieure, Wissenschaftler und sonst was werden könnten, wegen der Personalausstattung diesen Weg gar nicht gehen können, dann ist das auch wirtschaftlich unsinnig. Sachsen versucht es nun mit Sonderprämien, Verbeamtung und mehr Seiteneinsteigern. Mehr Lehrer werden so zwar kaum ausgebildet, stattdessen werben sich die Länder aber die vorhandenen Lehrkräfte gegenseitig ab. Alle Bundesländer haben zurzeit das Problem, es fehlen Lehrer. Und wer einmal in seiner Ausbildung vielleicht auch ein bisschen reisen musste, weil es vor Ort gar nicht möglich war, ich denke, der reist weiter. Die Leidtragenden sind die Schüler. Wenn die Lehrer fehlen, fehlt nicht nur Wissen, sondern auch die Zeit, einfach mal in Ruhe zuzuhören.